crossing a zone of turbulence. Please return to your seats and keep your seatbelts fastened. So, und damit herzlich willkommen zu The Forest. Ja, ich bin wieder zurück mit dem Spiel, was auf meinen Kanal scheiße ankam, aber ich trotzdem Bock drauf hatte. Ich dachte mir ja, weil ich jetzt einen Gaming-PC habe, kann ich das jetzt super mit Top-Grafiken spielen, wie man jetzt schon erkennen kann. Oh, das Spiel sieht so schön aus. Ich liebe es. Das ist jetzt wie immer nur eine Testfolge von Sounds und Grafik her. Ich weiß nicht, ob ich es noch verändern werde. Aber mal gucken. Vor allem, wo ich mir noch ganz unschlüssig bin, ob ich Bloom ausmache oder nicht. Das ist, wenn ich mich bewege, diese Unschärfe, wenn ich mich bewege. Das ist halt so realistisch, aber ich weiß nicht, ob das so cool ist. Naja, jedenfalls sind wir hier gerade gemütlich abgestürzt. Kein Passagier mehr dran. Nur noch die nette Stewardess hier, die uns anscheinend gerade das Essen bringen wollte. Naja. Das wird wohl nichts mehr. Kann ich? War nur ein Test. Okay. Ich sag's so, ich kann Horrorspiele überhaupt nicht ab. Ja, so schlägt man auf den Koffer. Ich kann Horrorspiele überhaupt nicht ab, deswegen ist das schon mal das Perfekte für mich. Also ich liebe sie, aber ich hasse sie auch gleichzeitig. Irgendwie. Ich habe so sehr vermisst. Das Game hat richtig viele Updates erhalten. Es gibt jetzt viele neue Schwierigkeitsgrade. Ich habe jetzt mal den normalen Modus gewählt. Geh ich kurz in den Lag. Und geil, dass du genau vor dem nächsten Mal bist. Und hier haben wir schon. Was ist das? Sieht sehr interessant aus. Ich weiß aber, dass sie viel geilen Stuff droppen. Wie viel Schädel? Ich stocke nämlich auch gerne mit. So, ich hatte gestern schon eine Folge aufgenommen. Allerdings ist meine Aufnahme dann corrupted. Sei ganz viele Bugs, Glitches in der Videoaufnahme und in der Soundaufnahme. Das hat sich richtig gruselig angehört. Deswegen nehme ich heute neu auf, hoffentlich diesmal ohne Schwierigkeiten. Allerdings hatte ich gestern eh noch nicht viel erreicht. Ich hatte genau gar nichts erreicht. Und ich bin gestorben. Weil ich natürlich am ersten Tag den schon begegnet bin, was so unwahrscheinlich ist. Aber okay. Wie gesagt. Schreibt gerne in die Kommentare, was ich verbessern könnte, was ich verbessern sollte. Ich gucke mir alle an. Und jetzt laber ich nicht mehr viel rum, sondern konzentrieren uns jetzt mal aufs Game. Und da haben wir auf jeden Fall schon mal ein Dorf von denen. Naja, nee, Digga, da gehe ich gar nicht erst hin. Da möchte ich gar nicht erst hin. Was habe ich denn so im Inventar? Alkohol, Medizin, Soda und ein Snack. Eine Soda können wir auch schon trinken. Die Folgen werden, by the way, so 15 bis 20 Minuten gehen. Ist immer unterschiedlich, aber halt in dieser Zeitspanne. Und kann es sein, dass sich die Sound, dass sie ein bisschen die Sounds geändert haben? Weil ich glaube, Wind gab es davor gar nicht, oder? Oder bin ich einfach nur lost? Also klar, es gab Wind, aber diese Surround-Wind-Geräusche, die sind mir ganz neu. Na gut. Kleines Häschen. Oh komm, können wir den? Da, was? Da, der habe ich doch getroffen. Warte, kann ich mich?
Nein! Mist. Mist. Oh, da kann ich. Oh, der Tasse kann ich mich auch ducken. Was für eine schöne Umgebung hier, ne? Hi. Wenn ich euch nichts tue, tut ihr mir auch nichts, oder? Bye bye. Alter, ich sag's ja, das Glück ist wieder mit mir. Okay, ich muss über den Fluss. Ich weiß, dass die nicht schwimmen können. Das weiß ich noch aus der letzten Staffel, in Ordnung. Aus der letzten Staffelversuch. Naja. Oh, bitte sagt, dass ihr euch fernhaltet. Na toll, direkt am ersten Tag entdeckt worden. Ja, ich weiß, es ist eure Insel, aber ich kann auch nichts dafür, dass ich hier gestrandet bin. Das müsst ihr auch einsehen. Ich muss mir nur hinterher gucken. Och nee, die rennen jetzt einmal rum, oder was? Oh nein, 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 ihr müsst schnell sein, ihr müsst schnell sein. Die rennen jetzt erst auf einmal außen rum. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, die KI von The Fall soll auch mit zu den schlausten zählen. Ich glaube, insgesamt war sie auf Top 6. Allerdings war das vor 3 Jahren. Ich weiß ja nicht, wie es heute ist. Aber die KI soll wirklich sehr, sehr, sehr schlau sein. Was ich auch merke. Und auch schon öfters gesehen habe. Ich würde sagen, wir suchen uns für die Nacht erstmal einen guten Spot aus, damit wir da unser Lager aufschlagen. Ja, ich würde da gerne hochgehen. Was war das gerade für ein männlicher Sprung? Ist hier eine Höhle? Nee, ich dachte. Also ich spiel by the way jetzt mit den höchsten Grafiken, die es in-game gibt. Und ich muss sagen, ich habe stolze. Ja, gut, kann ich jetzt gerade nicht sehen. Aber wenn ich schätze, würde das 50 bis 60 FPS. Und in der Aufnahme wird es sowieso noch mal besser sein. Also nicht mehr dieses Minecraft-Pixel-Zeug. Komm! Nein, 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 nein! Ach komm, ein bisschen klettern musst du. Ja. Alter, was ein Klettermeister. Weil ich glaube, hier oben sieht es eigentlich nach einem schönen Plätzchen aus. Ich erschrecke mich vom kleinsten Geräusch. Ein Reh. Oh, neues Tier entdeckt. Wir haben auch dieses komische Handbuch. Da kann man auf jeden Fall auch noch einiges machen. Aber das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Oh, hier haben wir einen Fischteich. Also ich finde, hier sieht es eigentlich nach einer guten Umgebung aus. Leute, ich glaube, hier bleibe ich erstmal. Das sieht echt gut aus. Gut, dann geht's erstmal ins Bäume hacken. Ach, übrigens, ich werde dieses Mal das jetzt nicht komplett uncut lassen, sondern mal so kleine Zeitraffer auch so zwischendurch. Alter, größer wird uncut bleiben, klar. Für so ein Horrorspiel finde ich, sollte man jetzt nicht so viel schneiden. Aber so ein paar Sachen kann man auf jeden Fall überspringen. So, hier ist das Fenster, ne? Da will ich vielleicht so mit Ausblick auf den See. Ist halt jetzt erstmal nur so für die erste Nacht. Aber doch sollte ich mich schon wohlfühlen. Ah, ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir dieser Blumen, aber gleichzeitig würde er, glaube ich, auch ziemlich nerven. Aber ich finde, es verleiht ihn so ein bisschen mehr Realistik. Na, egal. Ich überlasse es euch, ob ich es anlasse oder nicht. Jetzt fällen wir erstmal weiter Bäume. Okay, wir brauchen noch 5 Stück. Ich habe auch eingestellt, dass die Bäume so von 3 bis 4 Tagen nachwachsen, damit ich nicht irgendwann ans Ende der Map laufen muss. Ich habe irgendwie Angst, dass sie jederzeit wiederkommen. Ich weiß jetzt nicht, ob die mich verfolgt haben oder nicht.
So. Ich habe gestern Handbuch gelesen, dass man blaue Beeren, also solche Beeren, essen kann und schwarze nicht. Wenn ich richtig gelesen habe. Genau. Genau, giftig. Schwarze Heckenkirsche. Und essbar Blaubeeren mit ovalen Blättern, die Beeren sind indigofarben und tragen kleine Kronen. Genau. So. Haben wir schon mal eine kleine Nachthütte. Jetzt war das irgendwas. Jawoll. Sieht doch schön aus. Da würde ich jetzt vielleicht noch ein kleines Feuerchen reinmachen. Lagerfeuer. Okay. Ein paar Steinchen und Blätter. Steine liegen ja direkt vor der Tür rum. Und Stöcke auch. Okay. Ich glaube, ich mache noch einen Stein. Ach, Damien. Jawoll. Okay. Haben wir das schon mal hinter uns. Mal gucke ich mal so ein bisschen rum, was es hier eben noch so gibt. Essen. Hasenkäfig. Garten. Ein Garten wäre tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Würde ich da vielleicht so hier hinterbauen. Obwohl, da bekommt es kein Sonnenlicht. Muss ja schon Sonnenlicht bekommen, ne? Ah, wenn die Sonne da ist, ist auch Kacke. Aber ich will schon hier hinstellen. Okay, wir brauchen 4 Baumstämme. Da frage ich mich, wo findet man denn dann Samen für irgendwas? Oder wächst da irgendwie automatisch irgendein Grünzeug? So ein bisschen Brennnessel. Immer lecker. Lass mich reiten. Meine neue Lieblingsbeschäftigung. Baumstämme reiten. Ich finde immer noch diese Soundkulisse einfach so. Ah, es gibt mir so Feeling irgendwie. So von richtigen Horror-Game. C. Ah, ich kann Blaubeeren anpflanzen. Warte, was? Ist das. Funktioniert das wirklich so? Dass du einfach so Blaubeeren da reinpflanzt und da wächst da so ein Busch? Ich merke auch gerade, ich habe echt viele Büsche. Alter, was habe ich denn hier für eine Umgebung? Nein! Ich wollte das nicht! Scheiße. Oh, bitte wachs nach. Nein. Och Mensch. Da findet man eine Nahrungsquelle. Ich natürlich zerstöre sie direkt. Oh Gott. Ich wusste nicht, dass er nach einmal schlagen direkt kaputt geht. Oh. Na super. Ich kann ja mal ein bisschen gucken. Aber wo ist denn überhaupt der. Also ich bin ja hier jetzt hochgeklettert, aber wo ist denn der normale Hochgang? Oder gibt's hier gar keinen? Obwohl doch, hier wird's einen geben. Safe. Ist ein bisschen windig. Aber noch wird mir nicht kalt. Das ist schon mal gut. Ich auf Mittel. Auf Mittel ist nicht so gut. Weil da würde ich die Leute natürlich nicht sehen, wenn sie kommen. Das sieht so schön aus. Okay. Ach, hab genug Stöcker. Ach Mensch, ich denke die ganze Zeit, dieses Räder wäre irgendein Eingeborener oder Kannibale, wie auch immer man es nennen will. Ich glaube, ich nenne sie Kannibalen. Aber ich sehe es ja beides, Eingeborene und Kannibalen. Ich nenne sie jetzt Eingeborene. Das ist doch ein besseres Wort. Okay, was gibt's noch? Garten, Trockengestell. Das Trockengestell ist wahrscheinlich dann für Fische und Fleisch, damit das dort trocknen kann. Lagerung. Baumstammschlitten. Wäre ganz gut. Wäre tatsächlich ganz gut. Okay,
ich erst noch ein paar Stöcker sammeln. Ich weiß übrigens noch nicht, ob ich das Let's Play solo halten werde oder ob vielleicht noch jemand dazukommt. Da habe ich mich schon ein bisschen unterhalten, allerdings ist derjenige, den ich das aufnehmen würde, noch nicht sicher, ob er sich das wirklich holt. Wenn nicht, solo Let's Play ist auch mal ganz spannend, vor allem bei Horror Games. Ich kann es alleine. Stöcker, da. Boah, schreck mich nicht so. Ach so, nee, ich möchte gar nicht. Cool, warte, was? Ach, da kann ich auch, hä? Das ist ein Baumstamm schlitten und ich kann da Steine drauflegen. Lol, okay. Ach, da kann ich jetzt noch mehr. Kleiner Schrank, großer Schrank. Felllager, Knochenkorb, Rüstungsgestell. Es gibt Rüstung? Halleluja. Boah, ich schieße jetzt, wo Baum gibt. Alter! Was ist das denn? Holzziel, Baumharzsammler? Muss ich das alles kennen? Ich will vielleicht so ein Knallding noch bauen. Aber lieber noch nicht aktivieren, ne? Noch ein paar Stöckchen. Gehe ich auch gleich in meine kleine bescheidene Hütte. Weil nachts werden die definitiv aktiv. Kann ich die auch? Kann man die anzünden? Wofür ist denn die jetzt? Okay. Keine Ahnung. Kann es sein, dass es irgendwie immer mehr Rehe werden? Vorhin war ja eins, jetzt sind die drei. Die vermehren sich aber auch schnell. Was sind das denn? Ach so, vom Mond. Wahrscheinlich die Reflexion. Jetzt etwas leuchtet so da hinten. Warte, kann ich hier? Ach, bro, dann kann ich auch durchlaufen. Ah, ne. Zack. Nein. Oh, komm mal, ich will auf mein Haus. Kann ich gleichzeitig so als Aussichtsposten benutzen? Was? Wie schnell ist das gerade dunkel geworden? Wir haben sternklaren Himmel. Ja. Ach, guck mal. Was sind das da für ein Stern? Ist das Betelgeuse? Oder der Mars? Oder auch gar nichts von beiden? Gut, ich glaube, ich gehe mal lieber in meine Hütte. Ich kann auch schon fast schlafen. Braten kann ich ja nix. Aber ich kann mal was essen. Wofür kann ich eigentlich Schädel benutzen? Kannst vom Herstellen von anderen Objekten benutzt werden. Wird daraus hin. Geht daraus irgendwas machen? Chicorée. Okay. Molotow-Cocktail. Geil. Warte. Ich hab ein Bein am Spieß. Lecker. Das kann ich rein theoretisch braten. Lecker. Ich würde sagen, mit diesem leckeren Bein verabschiede ich mich auch für die erste Folge. Ach du Scheiße, ist das stürmisch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Schreibt mir noch Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.